Und hallo zurück bei Minimetro. Ich bin jetzt immer noch hier auf meiner relativ wässrigen Karte mit so ein paar Inseln und nicht genug Tunneln für diese Inseln und derartiges. Ja, und sitze im Moment daran, meine Linienführung ein bisschen besser anzupassen, daran, dass eben hier sehr viele kleine Bahnhöfe auf Inseln sich tummeln und dass wir insgesamt irgendwie in jeder Himmelsrichtung dann ständig neue Bahnhöfe dazu bekommen. Läuft im Prinzip auch. Bloß bin ich eben noch so ein bisschen am Optimieren. Ich kann diese Linie hier nicht anders als durch diesen Tunnel führen lassen. Es sei denn, ich würde jetzt noch diesen Bahnhof anschließen, was ich aber eigentlich echt gar nicht möchte. Ja, wir sehen hier eben noch so ein bisschen ausgegraut alte Linienführungen, die ich gehabt habe, noch in der letzten Episode. Dieses hier, die Linienführung, mag euch ein bisschen abenteuerlich erscheinen, aber sie spart mir in jedem Fall einen Tunnel, sodass ich jetzt eben auch noch die Bewohner hier auf dieser kleinen Sterninsel dann anschließen konnte. Und jetzt kommt auf der Linie sogar eben auch noch dieses hübsche Fünfeck dazu. Also es sind schon sehr wackelige Linien, die ich hier habe. Ich wünschte, ich hätte noch mehr. Oh, ich habe sogar noch eine Lokomotive mehr. Lokomotive! Wo ist denn gerade sehr viel Ansturm, Andrang? Es geht sogar einigermaßen auf der roten Linie, habe ich das Gefühl, dass sie da noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen könnten. Aber es geht so einigermaßen. Hier warten sie jetzt etwas ungeduldiger. Ich bekomme auch eine neue Lok, einen neuen Waggon oder Tunnel. Jetzt glaube ich, ist Waggon wahrscheinlich erstmal ein bisschen nötig. Lustig, wie sich gerade die Musik verändert hat. Das ist okay. Ich werde den Waggon vielleicht nicht auf der blauen Linie unterbringen. Das ist so ein bisschen die Frage, wo ich den unterbringe, aber die Frage kann ich mir selbst auch noch gleich beantworten. Und du bist neu. Das kann ja echt nicht dein Ernst sein, Spiel. Okay, wow. Also es wird echt, echt viel jetzt so mit der Zeit. Ich glaube, in nächster Zukunft werde ich versagen. Noch so einer, den ich überhaupt nicht brauchen kann. Meine Herren! Ja, machen wir es so. Wenn man jetzt diese gelbe Linie einfach nur so verfolgt, dann man könnte meinen, ich habe hier einfach ein paar Schlangen auf so eine Karte drauf geklatscht. Das ist ja nur wirklich sehr unschön. Diese dunkelblaue Linie, da habe ich euch den Sinn dahinter ja erzählt. Aber schön aussehen tut das eben auch nicht besonders, ne? So, und da bin ich jetzt wieder. Ich hoffe, ich habe keinen Bahnhof jetzt irgendwie ganz rausgeschmissen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wenn hier noch Relikte alter Linienführungen dann zu sehen sind. Aber wie ihr seht, ich habe die rote Linie zu einer Kreislinie gemacht. Ich habe die gelbe Linie zu einer Kreislinie gemacht. Ich habe die pinke Linie, die neu dazugekommen ist, zu einer Kreislinie gemacht. Ich habe es mir gegönnt, eben doch noch einen Tunnel mehr zu verbraten auf die blaue Linie, damit hier zumindest die Linienführung etwas gerader ist. Vielleicht kann ich, na, sieht ein bisschen ungescheit aus, aber was soll's. Das Ganze führt jetzt hoffentlich dazu, dass das ein bisschen entzerrt wird hier jetzt alles. Aber es könnte auch genau das Gegenteil bewirken. Diese Bahnhöfe hier sind immer noch sehr stark gefragt. Man könnte meinen, das hat mir jetzt gerade alles gar nichts gebracht, ne?
Okay, die Zeit ist fast abgelaufen und wahrscheinlich, ja, ich werde es damit dann auch bewenden lassen. Da konnte ich jetzt eigentlich nichts mehr tun. Dieser Bahnhof hier war einfach am Ende seiner Auslastung. Ich hatte auf anderen Karten ja schon so einen Hauptbahnhof bekommen. Ich frage mich, ob mir der vielleicht ein bisschen weitergeholfen hätte mit dem einen oder anderen. Aber auf dieser Karte ist der so jetzt nicht verfügbar gewesen. Okay, damit ist hier die Karte zu einem Ende gekommen. Ich habe den letzten Folgen-Cut, glaube ich, vor gar nicht so allzu langer Zeit gemacht. Deswegen werde ich hier jetzt einfach nochmal eine andere Karte anfangen. Naja, gut, machen wir eine kleine New Yorker Runde und dann werde ich hier die Session auch mal wieder beenden. Also so für den Rest dieser Session werde ich mich noch ein bisschen nach New York bewegen. Ich frage mich, warum wir hier so gelben Hintergrund haben. Oh, pass auf, ich mache es uns mal insgesamt ein bisschen optisch angenehmer, indem ich hier die Farben ein wenig invertiere. Ja, ist eben der Nachtmodus. Der macht das Ganze hier schon irgendwie etwas angenehmer. Ich frage mich gerade, warum diese Lok nicht losfahren will. Ach so, ich war im Pausenmodus. Gar nicht gemerkt. So, hier kommt das nächste dazu. Da deutet sich doch schon eine Kreislinie an. Wir sehen hier genau New York. Wir sind hier in Manhattan. Es gibt auch hier ja relativ viel Wasser. Sprich, wir brauchen eben auch einiges an Brücken. Ich hoffe, dass wir damit einigermaßen gut ausgestattet sein werden. Aber zunächst kriegen wir hier einen neuen Bahnhof dazu. Ich spare mir im Moment noch eine neue Linie direkt einzuführen. Ist jetzt am Anfang normalerweise auch noch nicht so notwendig. Aber es kann eben jederzeit hier oder hier dann was aufpoppen. Und das wäre dann doch ein wenig ungünstig, wenn ich dann nicht entsprechend vorbereitet wäre. Ich würde vorschlagen, hier schließt sich gerade mal der Kreis. Können ihn dann ja immer noch nachträglich ein wenig erweitern. Ach ja, die Auslastung ist schon gar nicht mal so gering. Ja, und hier kommt jetzt gerade die nächste Linie zum Einsatz. So sieht's aus. Gut, und auch hier, wie schon mal erwähnt in diesem Spiel, ne, Dreieck, Kreis und Quadrat halt auf einer Linie erstmal. Ich hätte es jetzt zum Beispiel noch an diesen Kreisbahnhof anbinden können, aber dann hätten wir jetzt eben einige Kreisbahnhöfe hier so hintereinander. Das ist nicht unbedingt das, worauf ich es dann direkt anlege, wenn das Spiel beginnt. Woche 2 bringt mir eine Lok und schätzungsweise erstmal lieber einen Waggon. Okay, gut. Also es ist ja relativ gut möglich, sich das so einzuteilen, dass erstmal alles, was hier links kommt von der violetten Linie, alles, was hier rechts kommt von der grünen Linie abgedeckt wird und hier in der Mitte Manhattan dann von der roten vor allem. Das ist im Prinzip eine ganz logische Aufteilung. Ja. Dann kann ich. Okay, da habe ich jetzt ganz großen Mist gebaut. Ich wollte das dann nur hier lang führen lassen. Dann ist die grüne Linie ein bisschen kürzer, fährt trotzdem weiter in einen Quadratbahnhof an. Und sagen wir es mal so, das Potenzial dafür, dass hier jetzt noch irgendwelche Bahnhöfe dazwischen kommen, die von der grünen Linie angefahren werden müssen, ist relativ gering. Ich schätze, dass sich die Karte eben was dann Manhattan betrifft, dann eben hier oben dann weiter fortsetzen wird.
Bedeutet auf der anderen Seite aber, dass wir hier dann jetzt diesen Kreis nicht schließen können. In dem Moment, wo ich sage, poppt dann eben hier direkt ein neuer Bahnhof auf, der mir das eigentlich ermöglichen würde. Ich kaufe mir mal neue Brücken dazu. Pass auf, dann machen wir es nämlich doch so, wie ich gerade eigentlich nicht mehr machen wollte. So, jetzt haben wir eine kreisförmige grüne Linie. Es ist im Prinzip alles ganz gut angebumst. Ah, das vielleicht nicht. Ja, auch grün. Da muss ich wieder aufpassen. Drei kreisförmige Bahnhöfe hintereinander. Nicht ganz ideal. Dafür, dass wir hier jetzt eine relativ große Streckenführung haben und eben auch wieder eine Ringführung, ist es irgendwie angenehmer, jetzt hier noch eine zweite Lok auf der grünen Linie zu haben. Also eins muss man sagen, die Bahnhöfe poppen hier nicht ganz so schnell auf wie in Hongkong. Da habe ich echt gestaunt, wie schnell das da ging. Naja, alles ganz entspannt, wie es am Anfang dann ja eigentlich immer der Fall ist. Ja, ich glaube, jetzt wo die pinke Linie dann doch einigermaßen... Ah, das ist gut, dass hier noch ein Dreieck kommt. Dadurch, dass sie jetzt schon ein wenig länger ist, werde ich doch mal eine zweite Lok auf die pinke Linie setzen. So, das ist der Moment für eine neue Linie. Allerdings werde ich pausieren und die neue Linie erst in der nächsten Folge dann ansetzen, mein Gott. In der nächsten Folge Mini-Metro mit mir, Jakob, und New York City, wie man gerade sieht. Ich hoffe, euch macht es weiterhin einigermaßen Spaß. Mir jedenfalls. Und ja, dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.